Wenn mehr vom Gleichen nicht mehr wirkt, dann kommt man an Grenzen. Und es bedarf neuer Impulse. Denn, und das ist der Punkt, erst an den Grenzen beginnt Wachstum. Die Beratungstätigkeit von Hans-Jörg Schmidt konzentriert sich auf die Organisations- und Personalentwicklung sowie die Kultur- und Identitätsbildung von Unternehmen und Institutionen. Nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik und darauf folgenden Ausbildungsstationen in den USA und Asien begann Hans-Jörg Schmidt seine berufliche Laufbahn in der Konzernzentrale der Hilti AG. Spannende und dynamische Jahre, deren Entwicklung er als Management- und Personalentwicklungsleiter erfolgreich mitgestalten konnte. Nach mehreren Jahren der Geschäftsführertätigkeit eines mittelständischen Unternehmens fokussiert er sich auf die Beratung von Organisationen. Als ausgewiesener Fachmann für Veränderungsprozesse praktiziert er dabei ein Konzept der bewussten Grenzüberschreitung in der Weiterbildung und der grenzüberschreitenden Weiterbildung des Bewusstseins, so Hans-Jörg Schmidt wörtlich. Von sich selbst sagt er: Ich verstehe mich nicht ausschließlich als Berater und Trainer, sondern vielmehr auch als Geschichtenerzähler. Denn was hat mehr Substanz als Bilder und Geschichten, die Platz in unserem Herzen finden und nicht mehr aus dem Sinn gehen? Hans-Jörg Schmidt ist international tätig. Im Vordergrund seiner Vorträge und Seminare steht die Erweiterung des Bewusstseins für die eigene Handlungskompetenz sowie die Entwicklung eines positiv-innovativen Klimas. Er zeigt Wege auf, die vom Denken ins Tun, von der Idee in die Handlung und somit in die Realisierung von Visionen und Zielen weisen. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht immer der Mensch. Der Mensch ist es, der Veränderungsprozesse vorantreiben, sie aber auch blockieren kann. Der Innovationen forcieren oder aber verhindern kann. Denn, so Hans-Jörg Schmidt, vor allem in Zeiten der Veränderung, die immer auch Zeiten von Unsicherheit und Angst sein können, ist es erfolgsentscheidend, dass die Menschen einer Organisation bereit sind, bei sich selbst und in ihrem Umfeld Selbstverantwortung und Veränderungsbereitschaft zu erzeugen. Wachstum beginnt an den Grenzen.